Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Ausflug in die Tiergenetik. In der letzten Zeit war es mir relativ wichtig, Inzucht im Zoo zu unterbinden und deswegen habe ich großzügig Verhütungsmittel verteilt, die Anzahl der Zuchttiere pro Gehege auf 1 reduziert und, wie es kommen musste, gepennt. Mir sind die Zuchttiere irgendwann gestorben, der Nachwuchs ist ausgefallen und mittlerweile sind die Gehege sogar regelrecht entvölkert. Das wollen wir heute wieder ändern und dabei auf jeden Fall einen Blick auf die Genetik werfen. Wir fangen bei den Steinböcken an, denn da ist die Not relativ groß. Soweit ich informiert bin, sind nur noch 2 Weibchen im Gehege. Wir gucken uns das einmal an. Sortieren hier nochmal um. Alpensteinböcke, 2 Weibchen, genau. Das eine Tier bekommt noch Verhütungsmittel, was jetzt vollkommener Unsinn ist, dann wenn wir ein neues Tier hinzukaufen, ein Männchen, das würde Sinn machen, dann kann es keine Inzucht geben. Also, wir gehen jetzt mal zu der Basilissa oder wie auch immer sie heißt und gucken mal die Genetik an. Die finden wir hier im Zuchtbuch unter Stammbaum. Das ist quasi der Hinweis, wie das Tier genetisch ausgestattet ist und ich erkläre euch das jetzt einfach nochmal von der Pike auf. Grundsätzlich gibt es 2 Arten von Genen. Das sind einmal additive Gene und das sind Diversifizierungsgene. Additive Gene sind das Größengen und das Langlebigkeitsgen und die Diversifizierungsgene sind Fruchtbarkeit und Immunität. Was bedeutet das jetzt? Also, wir fangen einfach mal an bei diesen komischen Buchstaben, denn dann wird das ganze Konzept klar. Grundsätzlich ist das Genom eines Tieres hier repräsentiert durch 6 Buchstabenpaare und jeder Buchstabe kann ein A, ein B, ein C oder ein D sein und stellt einfach die Verschiedenheit des Genoms dar. Jetzt ist das Ganze so, dass wir hier im Prinzip 12 Buchstaben hätten und jeder Buchstabe einen Beitrag von 8,3% hat, um hier das Gen am Ende aufzubauen. Also 100% wäre Maximum, geteilt durch 12, weil wir 12 Buchstaben haben, gibt 8,33 und jeder Buchstabe könnte 8,33% beitragen. Und jetzt ist es so, bei den Diversifizierungsgenen, dass quasi jeder Block hier 16,66% ausmachen kann, aber nur, wenn die Buchstaben unterschiedlich sind. So, gucken wir uns das hier einfach mal an für das Fruchtbarkeitsgen. Hier haben wir ein C und ein A, die sind unterschiedlich, also kriegen wir hier 16,6%. Hier haben wir 2 Cs, die sind gleich, also kriegen wir gar nichts und so weiter. Hier haben wir 2 Bs, die sind identisch und beim Rest ist es unterschiedlich. Heißt, wir kriegen eigentlich 100% im Gen minus 2 mal 16,66, also minus 33,33 und das macht unsere 67 hier aus. Gucken wir mal hier unten. Hier haben wir BA, DC, AD, AC, CD und DC. Alle immer unterschiedlich, alle Paare und deswegen volle 100%. Das sind die Diversifizierungsgene. Also alles, was identisch ist, wird bestraft. Denn wir wollen diverse Gene haben. Anders ist es hier oben bei Größe und Langlebigkeit. Das sind additive Gene und hier wird einfach gezählt, wie viele A's und B's in diesen 12 Buchstaben enthalten sind. Die sind zwar hier jetzt nicht dargestellt, aber wir können jetzt sagen, wir haben hier 8, also 83 und auch hier 12 Buchstaben, also 100 geteilt durch 12, 8,33. Wir haben also im Größengen 10 mal A oder B. Das heißt, A oder B macht jeweils einen Beitrag von 8,33 und ein C oder ein D macht keinen Beitrag. So, das gilt für Größengen wie auch für das Langlebigkeitsgen. Jetzt vererben die sich aber auch noch unterschiedlich. Wenn wir jetzt ein Pärchen haben und wir wollen gucken, wie sich die Größe vererbt, dann gilt hier tatsächlich das mathematische Mittel von Mutter und Vater. Das heißt, wenn beide Tiere 83 haben, dann kommt am Ende auch 83 raus, aber es wird angenommen, dass es noch eine kleine Schwankung, die nicht näher beschrieben ist, nach oben oder unten geben kann. Wenn also ein Tier 50 hat, das andere hat 100, dann würde im Mittel 75 rauskommen, plus minus kleine Schwankung. Ich denke, kleine Schwankung ist bestimmt der Bereich von einem Buchstaben, also plus minus 8,33%, aber das ist nur eine Annahme von mir. Das ist die Vererbung der additiven Gene, also Größengen und Langlebigkeitsgen. Und hier unten ist es so, bei den Diversifizierungsgenen, dass jetzt bei dem Nachwuchs von jedem Paar Buchstaben hier einer von der Mutter und einer vom Vater kommt. So, das macht die Sache ein bisschen unterschiedlicher.
Wenn wir jetzt uns zum Beispiel dieses Paar anschauen und das ist jetzt die Mutter und der Vater hat hier auch ein BB, dann bekommt der Nachwuchs auf jeden Fall auch wieder ein BB und diese 16% kommen hier nicht oben drauf. Wenn der Vater jetzt ein BC haben würde zum Beispiel, dann könnte das sein, dass die Mutter das B vererbt, der Vater aber auch das B. Heißt auch hier wieder BB beim Nachwuchs und auch wieder kein Beitrag zum Fruchtbarkeitsgen. Wenn der Vater jetzt aber sein C vererbt und die Mutter das B, dann könnte der Nachwuchs ein BC haben. Damit hätten wir hier einen Unterschied und es würde hier 16% drauf geben. Das heißt, auch ein Vater, der durchaus schlechtere Gene hat als 67%, kann mit einer Mutter Nachwuchs zeugen, der besser ist als beide Einzeltiere, weil sich die Gene glücklich kombinieren. Sagen wir mal so, der Vater hätte jetzt hier ein Gen, das ein BB wäre. Wäre bei ihm 0%. Könnte aber hier ein B vererben und dann bleibt das hier auf jeden Fall unterschiedlich. Dann hätte der Vater das ein paar Mal, wo er gleiche Gene hat, aber hier trotzdem unterschiedliche Gene rauskommen. Das heißt, der Vater hätte vielleicht nur, ich sag mal, 2 von 6 tatsächlich unterschiedlich. Damit hätte er hier nicht 67, sondern 33%, könnte aber aufgrund der beiden Gene, wenn es von der Position passt, tatsächlich dafür sorgen, dass beim Nachwuchs hier nicht gleiche Buchstaben drin stehen. Und somit könnte der Nachwuchs trotz Vater 33, Mutter 67 auf 100% kommen. So, das heißt, es geht darum, diese Buchstabenpaare hier zu diversifizieren. Und das ist natürlich sehr schwer zu überblicken, wenn man züchten will. Und deswegen gibt es hier natürlich noch bei der Genetik den Partnervergleich. Der macht jetzt wenig Sinn, denn wir haben gar keine Männchen. Wir werden uns das aber jetzt beim Einkauf der Männchen mal anschauen. Wir gehen mal in den Tierhandel. Suchen jetzt mal nach dem Alpensteinbock und haben hier tatsächlich ein Männchen mit Bronze. So, Lebenserwartung 25% ist also schon mal sehr, sehr schlecht. Wir sehen jetzt leider aber nicht den Stammbaum von ihm. Das heißt, die Genetik oder die Verteilung sehen wir erst, wenn wir das Tier gekauft haben. Also machen wir das einfach mal und holen ihn nur mal aus Spaß in den Zoo rein. Und es reicht, glaube ich, wenn er im Handelszentrum ist. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Gucken uns das mal an. Nee, funktioniert noch nicht. Er muss ins Gehege. Dann soll er einfach mal kommen. Wir verzichten jetzt einfach mal auf eine Quarantäne. Und ihr seht, ich habe noch ein paar Tiere hier tatsächlich auf Vorrat. Da werden wir nachher mal gucken, wie wir die noch unterbringen können. Also, jetzt müsste er natürlich relativ schnell kommen. Das wäre eine feine Sache. Ich hoffe, dass jetzt gleich ein Zoopfleger mal losstapft. Der Eingang ist ja hier. Ich würde sagen, wir geben einfach mal Gas und warten, bis er da ist. Meine Kohle wird immer enger. Das ist ganz dramatisch. Ich habe viel zu viele Futterkosten und andere Ausgaben. Da müssen wir ein kleines Auge drauf werfen. So. Noch niemand unterwegs. Vielleicht habe ich ihn gar nicht losgesendet. Wir gucken nochmal. Doch, ist unterwegs. Aber das Handelszentrum ist leider weit weg. So, da ist er. Wunderbar. Omar wird bald erwachsen. Das ist eine schöne Meldung, die interessiert uns heute mal überhaupt nicht. Fadri, da sind wir. So, jetzt haben wir deinen Stammbaum. Und den gucken wir uns einfach mal an. Langlebigkeit 25%. Und wie ich gesagt habe, naja, ist jetzt ein additives Gen. Ist nicht ganz so clever. Aber, tja, wir gucken jetzt einfach mal bei der Mutter rein, bei der potenziellen Mutter. Also gehen wir mal zur Genetik, machen mal den Partnervergleich. Und da sehen wir jetzt, wenn wir zum Beispiel die Mieta nehmen. Die Mieta hat Lebenserwartung 67 und hier kommt irgendwas raus. Wir gucken mal, 25 plus 67 ist um die 93, also tatsächlich irgendwas in der Mitte plus Schwankungsbereich. Heißt, das Tier kann tatsächlich zumindest mal die 67 wieder kriegen, ne? Wäre noch drin. So, hier haben wir 83 und 67, das heißt, der Mittelwert ist ungefähr 75 plus eine kleine Schwankung, ist auch hier eine 83 drin. Okay, und hier unten, das ist jetzt der interessante Punkt, Fruchtbarkeit und Immunität, das gucken wir uns jetzt nochmal bei den Einzeltieren an.
Also, wir machen nochmal Pause, sonst wird das ein bisschen zu kompliziert mit der Kohle. Und wir gehen jetzt nochmal bei ihm hier in den Stammbaum. Das würde ich jetzt gerne direkt vergleichen können mit der Mutter, das ist aber tatsächlich gar nicht möglich. Wir sehen aber hier 67%, das heißt hier ein Paar mit identischen Buchstaben und da. Und das ist jetzt mal einfach zu merken, das sind anstelle 3 und 6 jeweils Doppel-D. Na gut, ich will es nicht weiter kommentieren. Jetzt gehen wir mal zur potenziellen Mutter. Das ist, ja, wir legen jetzt einfach mal fest, dass es die Mieta wird, indem wir ihr hier erstmal Verhütungsmittel verpassen. Und wir gucken uns jetzt die Mieta mal an. Die Mieta hat anstelle 3 ein BA. Das heißt, auch wenn ein D kommt, bleibt das Gen divers. Und hier hinten anstelle 6, das bleibt auch divers. Jetzt hat sie hier anstelle 2 und 4 CC und BB. Deswegen gucken wir uns jetzt tatsächlich auch nochmal den Kerl von ihr an. Der ist hier hinten. Und der hat hier ein BD. Kann also theoretisch ein B vererben. Und es könnte sein, dass es nicht klappt. Und hier hat er ein AB. BD, AB, das merken wir uns nochmal. Es fällt mir jetzt in der Tat ein bisschen schwer, das aus dem Kopf zu machen. BD, AB war es anstelle 2 und 4. Und hier, ja, wird es auf jeden Fall eine Diversifizierung geben. Denn hier ist ein CC, da kommt ein B, D oder ein A dazu. Und hier hinten könnte es beim Doppel-B bleiben. So, das ist jetzt die Theorie. Und ich will das Ganze nicht nochmal durchkauen für das andere, denn das strengt mich tatsächlich auch ziemlich an, mir sowas jetzt zu merken und hier zu erklären. Deswegen machen wir es uns einfach, gehen nochmal zum Partnervergleich, gucken nochmal. So, wir haben also die Chance, tatsächlich 6 unterschiedliche Gene hier zu bekommen und hier auch. Aber das ist immer die Frage, welcher Buchstabe wird vererbt und deswegen ist die Spanne hier noch relativ groß. Kurzum, es kann ein Tier bei rauskommen, das auf jeden Fall besser ist als jedes der beiden. Zumindest auf einen einzigen, einzelnen Genen, ja? Wir würden es einfach mal ausprobieren. Also Mieta wäre eine mögliche Mutter. Wir gucken jetzt mal, wie es hier ausschaut. Merkt euch mal, wie die Balken hier sind. Bei ihr würde sogar die Lebenserwartung besser werden, weil sie da besser ist. Und hier sind wir ja 83 plus 25 geteilt durch 2 plus Schwankungsbereich. Also hier würden wir tatsächlich ein bisschen was rausholen können im Vergleich zur Mieta. So, jetzt ist natürlich hier aktuelle Bedingung, perfekte Bedingung 100%. Jetzt haben wir natürlich bei ihr Verhütungsmittel verteilt. Das müssen wir auf jeden Fall zurücknehmen. Aber auch hier sieht es insgesamt gut aus. Hier haben wir jetzt natürlich noch 0%, ja, Chance erfolgreicher Empfängnis. Gut, ich würde jetzt einfach sagen, wir lassen beide Mädels im Rennen und lassen das einfach mal laufen und hoffen, dass der Laden hier irgendwie weitergeht. So, Omar, der will es heute wissen. Der will heute im Mittelpunkt stehen. Gut, das wären jetzt erstmal die Alpensteinböcke. Wir gucken mal, ob noch irgendwas Schönes hier dazugekommen ist. Fragen jetzt mal nicht, was hier gerade passiert. So, gut, öfter mal was Neues. Schon gedacht, das Spiel schmiert mir ab. So, jetzt haben wir natürlich hier noch einen Alpha-Bock, ne? Das kommt noch hinzu, das heißt, ein zweites Männchen zu kaufen macht jetzt eigentlich gar keinen großen Sinn. Außer, er ist halt deutlich besser. Na gut, das vergessen wir mal gleich, ne? Okay. Die lassen wir jetzt einfach mal machen und jetzt gehen wir zum nächsten großen Problemfall, das sind die Dammhirsche. Bei den Dammhirschen ist es noch ein bisschen schlechter bestückt. Frag mich, warum das immer wieder hier so sortiert. Da haben wir nur noch ein Weibchen. Ha. Und die ist auch schon alt, um Gottes Willen. Wir gucken jetzt erstmal hier in unser Lager rein und haben da hier noch ein Männchen. Eogan. So. Wir gucken mal, ob er überhaupt mit ihr kann. Das gibt keine Inzucht, das ist gut, für den Fall habe ich ihn sogar aufgehoben. Es gibt sogar ein ganz ordentliches Tier. Es könnte sogar Gold werden.
wenn hier bei diesen Genen wir uns recht weit nach oben bewegen, ne? Das werden wir auch nochmal sehen müssen. Es heißt immer, Größengen wird nur Gold, wenn keine C oder D dabei sind. Das gilt eigentlich für beide. Das heißt, Goldmedaille sollte es, naja, das stimmt jetzt irgendwie nicht so ganz, das müsste man nochmal nachlesen. Aber die gibt es vielleicht gar nicht bei 100, die gibt es vielleicht schon bei 83, das weiß ich jetzt nicht so ganz. Aber hier, guck mal, da haben wir auch Gold, obwohl die nicht 100 sind. Gut, das habe ich nicht ganz verstanden, da lesen wir gleich nochmal rein. Aber grundsätzlich ist das eine gute Paarung und die sollten wir jetzt auch einfach machen. Das heißt, wir holen ihn, hieß er eben nicht noch anders. Ihn, da, Entschuldigung, guck mal. Jetzt bin ich ja ganz verwirrt, ich habe ja sogar zwei Stück davon. Gucken wir nochmal rein, 92, 67, 67, 67. Wir checken Peter auch nochmal, vielleicht ist das viel interessanter. Gut. Hier ist alles möglich, von 0 bis, weil die Gene hier mit dem Buchstaben so vererbt werden können, dass tatsächlich bis zu 6 gleiche Buchstabenpaare rauskommen. Also machen wir das nicht, wir nehmen nicht Peter, wir haben es entschieden. Wir nehmen jetzt Eogan und der soll ins Gehege und für Nachwuchs sorgen. Jetzt müssen wir noch checken, dass unsere Dame nicht verhütet. Das ist gut. Und dann haben wir das schon. Wir gehen mal weiter. Eisbären haben jetzt ein Pärchen, da passiert aber irgendwie gar nichts. Ich hoffe, er ist noch nicht zu alt. Wir haben ihn ja ganz schön warten lassen. Hier haben wir einen alten Elch. Den können wir noch schnell verkaufen. Die Kohle geht extrem schnell bergab. Bei den Elchen können wir auch noch mal reinschauen. Ich meine, gut, da ist jetzt hier alles auf Verhütung gestellt. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal hin. Insofern gehen wir noch mal zum Gehege. Und dass die verhüten, hat natürlich einen Grund. Hier waren wir an Inzucht dran. Wir sehen jetzt hier in der Heatmap unter Zucht, dass es hier gar kein Zuchtpaar mehr gibt. Insofern machen wir auch hier noch mal Pause. Gucken uns jetzt mal den Tierhandel an. So, da hätten wir hier eine Dame. Die ist bei der Immunität relativ schwach, aber wie gesagt, das muss nichts heißen. Das kann natürlich mit dem richtigen Männchen auch richtig Bombe werden. Und wir hätten hier noch einen Kerl, der ist grundsätzlich hier schon mal ganz gut. Aber ich würde hier gar nicht so drauf gucken, sondern lieber auf die hier, denn die funktionieren ja additiv. Insofern, was wäre denn jetzt hier ideal? Hiermit können wir gut arbeiten, würde ich sagen. Das Weibchen nehmen wir. Hier, das ist Murks. Dich nehmen wir auf. Senden dich mal hier hin. Und prüfen auch gleich mal, wie es mit dem Partner ausschaut. So, wir haben jetzt nur ihn zur Auswahl. Naja, und wir sollten nicht Olivia nehmen, ne? Sondern unsere neue Elchdame. Die ist auch noch nicht da. Insofern probieren wir es jetzt nochmal. Ich habe sie doch gekauft. Wir probieren es nochmal. Muss sie vielleicht erst im Gehege sein, bevor das funktioniert? Das wäre noch die Frage. So, wo habe ich den Eingang hier versteckt? Das weiß ich gar nicht mehr. Versteckt trifft es wirklich gut, ne? Da ist er. Wir warten jetzt nochmal kurz. Beschleunigen das Ganze einfach mal. Na, ja, die Wege sind relativ lang. Das muss ich zugeben. Da sind wir. Okay, wir machen wieder langsam. Okay, und jetzt können wir nochmal den Partnervergleich starten. So. Und das ist ein wunderschönes Beispiel. Beide haben eine Immunität von 17%.
und rauskommt hier mindestens mal 67. Das heißt, wir sollten uns bei diesen Zuchtgeschichten überhaupt gar nicht von dieser Immunität und von der Fruchtbarkeit schocken lassen. Die Diversifizierung ist das, was uns ermöglicht, dass aus zwei schlechten Tieren tatsächlich ein richtig gutes rauskommen kann. Das ist für mich die Erkenntnis, die jetzt auch nochmal gereift ist nach einem Kommentar von Gabi. Und ja, gibt mir die Möglichkeit, auch das Thema Zucht nochmal neu anzugehen. Also, lass mal laufen, gefällt mir sehr gut. Okay, da ist unser Zuchtpaar und die sollen sich jetzt ins Vergnügen stürzen. Okay, jetzt fehlt uns noch eine Feuersalamander-Dame und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie das bei Vivarientieren ist. Denn da ist das Ganze, nennen wir es mal, sehr simplifiziert. Auf gut Deutsch, das gibt es hier gar nicht. Das ist mein Feuersalamander-Vivarium. Da drin sind jetzt, ja, nur Männchen, gell? Wir schauen uns das einfach mal an. Da nehmen wir doch mal irgendein Weibchen. Wir sehen schon, Lebenserwartungsgen haben wir, Fruchtbarkeit auch. Aber wir kriegen hier keinerlei Info, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen nehmen wir dich einfach mal mit. So, das geht gleich los. Da brauchen wir gar keinen Tierpfleger, der das Tier vorbeibringt. Wir gucken uns das jetzt einmal hier in der Liste an. So, unsere Megan. Genetik, hier, das ist auch schon alles, was wir sehen. Im Zuchtbuch haben wir überhaupt keinen Überblick über die Buchstaben. Ist also ein bisschen simpler dargestellt, ne? Es wird schon also irgendwie werden, da müssen wir uns einfach mal drauf verlassen. Wir checken jetzt mal die Partner, je nachdem, mit wem sie es hier... Gott, jetzt muss ich das Wort treibt auch noch sagen, ne? Naja, also hier ist nichts groß Unterschiedliches zu erwarten. Aber Hauptsache, wir haben ein Weibchen und das geht mal wieder weiter. Wir könnten uns jetzt noch ein zweites holen, damit es ein bisschen schneller weitergeht. Hier, oh hier, guck mal, da haben wir noch ein silbernes. Du gehst noch rein. Du gehst noch rein. Und dann haben wir das auch. Okay. Jetzt machen wir hier nochmal weiter bei den Wölfen. Da gucken wir auch nochmal rein. Bei der Zucht ist auch hier alles lahmgelegt. Wir bräuchten also weitere Tiere und wir brauchen dann gar nicht so viele Erwachsene hier. Die sind nämlich auch relativ teuer, was das Füttern angeht. Insofern checken wir einfach mal die Liste und gucken, was los ist. Guck mal hier, zwischendrin schmeißen wir noch ein paar Pillendreher raus. Einfach, weil es geht. So. Und die Wölfe, die haben wir ganz unten. Da haben wir jetzt zwei ältere. Einmal schnell verkaufen. Und hier... Oh ja, unser Alpha-Pärchen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dramatisch. Die können wir jetzt... Jetzt können wir, oder? Checken wir mal. So. Wir haben jetzt zwei erwachsene Männchen und wir haben hier noch drei Jungtiere. Krank ist die entdeckt, da müssen wir schnell mal gucken, dass auch ein Tierarzt kommt. Zugewiesen, aber noch nicht da. Okay, wir gehen nochmal zurück zu den Wölfen hier rüber. So, auch hier brauchen wir ein schönes Weibchen, sonst geht gar nichts weiter. Die sind wo? Auf der zweiten Seite. Jawohl. Also, bockt mich gar nicht die Immunität. Die Lebenserwartung ist natürlich so schlecht, dass wir das Tier auf gar keinen Fall nehmen. Und hier, naja, nicht gut, aber wir haben nichts anderes im Angebot, also rein damit. Und jetzt gucken wir mal, ob ein schöner Ersatz gekommen ist, weil die Liste wird ja immer wieder neu aufgefüllt, wenn man was von der Liste entnimmt. Da, ein Bronzeweibchen. Egal, egal, nicht gut, Bombe. Nehmen wir auch mit auf. Und wenn die beiden Tiere da sind, dann gucken wir mal, welche beiden Männchen wir hier mal rausnehmen. Auch hier müssen wir jetzt nochmal warten. Wird direkt beschleunigt. So. Und hier müssen wir natürlich gucken, ne?
Hier, Futterkosten können wir nochmal reduzieren. Und ich glaube, da kam gerade eine Kiste. Ist das richtig? Ja, da kommt schon mal eine. So, und jetzt ist die Frage, wirst du unser Alpha-Weibchen? Ja, du wirst es automatisch, weil du bist das Einzige. Aber wir vergleichen mal deine Partner und gucken, wer der Beste ist. So, hier. Und da. Wie gesagt, Fruchtbarkeit, Immunität ist schön, wenn die jetzt gut werden, aber die könnten auch bei der nächsten Generation schon wieder schlecht werden. Deswegen ist es wichtiger für mich, hier oben drauf zu gucken. Und da ist es fast Jacke wie Hose. Naja, soll sich das Alpha-Pärchen bitte festlegen, wie es gerade möchte. Wir gucken mal, da kommt das nächste Tier. Vielleicht geht es damit ein bisschen besser. Schön schaust du aus. Ja, du schnupperst schon, ne? Hast den Braten schon gerochen. Also, hier auch nochmal Partnervergleich. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Und ich würde jetzt mal sagen, sie soll sich mal mit Walcott verpaaren. So, das heißt, die anderen beiden Tiere nehmen wir gerade wieder raus. So, also Tempest und Walcott. Walcott ist auf jeden Fall, das heißt, die Udele muss raus. Die geben wir ins Handelszentrum, die können wir vielleicht, nee, die können wir eigentlich gar nicht gebrauchen, ne? Die schmeißen wir direkt raus, die kostet nur Geld. Und dann sollte jetzt unser Alpha-Pärchen direkt richtig festgelegt werden. So, Tempest und Walcott, alles gut. Und jetzt können wir hier nochmal das Tier, was auch einfach nur Futter kostet, direkt auch rausnehmen. Und dann sparen wir nochmal ein bisschen Asche. Jetzt mal gucken, wo die Futterkosten liegen. Ach nee, das sehen wir jetzt gar nicht, das sehen wir erst nach der nächsten Fütterung. Okay, also, huch, einmal durch den Berg gezoomt. Wunderbar, schnell nochmal bei den Luchsen reingeguckt. Da haben wir noch ein Zuchtpärchen. So. Jo, da haben wir zwei mögliche Väter. Das ist schon mal schlecht in dem Gehege hier. Hier haben wir Nachzucht, aber Tiere mit Partner können sich mit keinem anderen Tier paaren. Mhm. Das heißt, er hat gar nichts zu melden. Und er ist der aktuelle Partner von ihr. Wir gucken nochmal. Es ist eigentlich fast egal, wobei mir gefällt André hier ein bisschen besser. Das heißt, wir müssten jetzt Alexi rausnehmen, damit der andere überhaupt eine Chance hat. Das machen wir dann auch. Also Alexi geht und geht dann auch direkt in den Verkauf. Ich will Kohle haben. So. Und dann müsste das jetzt hoffentlich passen. Ja, hier haben wir noch ein Problem. André ist nämlich noch im Handelszentrum. So ist das. Der kommt ins Gehege und dann geht's weiter. Jawohl. Räumen wir nochmal bei den Dachsen auf. Nö, brauchen wir nicht. Hier ist gerade jetzt alles noch in Ordnung. Die Frage ist aber, ob wir die richtigen Tiere als Zuchtpaar haben. Das können wir nochmal beleuchten. Wir gehen nochmal in die Tierliste rein. Gucken mal, wer hier unser Alpha-Pärchen ist. Das ist erstmal Romulus. Der hat schon mal hier sehr gute Genetik auf den zwei wichtigen oberen Größe und Lebenserwartungen. Da ist der hier nicht so gut. Und er auch nicht. Und deswegen, ja, kriegen die auch hier tatsächlich ihr Verhütungsmittel. Obwohl, die brauchen es gar nicht, weil sie sind ja keine Alpha-Tiere, ne? Und hier haben wir noch einen. Der wäre auch ganz gut, den können wir tatsächlich, wenn er ausgewachsen ist, mal ins Handelszentrum stopfen und aufheben. So, jetzt ist immer wieder die Frage, wer ist jetzt unser Alpha-Weibchen? Hier, sie, naja. Wir gucken jetzt doch einfach mal, wenn wir sagen, Romulus passt als unser Alpha-Männchen, ob wir auch das richtige Weibchen dazu haben. Und da haben wir mittlerweile eine gute Auswahl. Also passt mal auf.
Rosemary sieht ja eigentlich ziemlich gut aus, würde aber in Zucht geben. Das heißt, Rosemary müssten wir tatsächlich auch eigentlich mal auf Verhütung setzen. Das geht jetzt aber hier nicht. Hier ist Inzucht angesagt. Hier ist Inzucht angesagt. Und das ist das Problem. Überall Inzucht. Und das machen wir halt einfach nicht, ne? Nur mit der Jeanette gibt es keine Inzucht. Insofern ist das alles richtig gewählt und richtig eingestellt. Nur wir sollten uns tatsächlich mal die beiden hier aufheben. Die schieben wir ins Handelszentrum mal, damit die uns nicht wegaltern. Also, wo sind sie denn? Das war die Rosemary und die Dahlia. Die ist schon im Handelszentrum, die Rosemary auch. Die haben wir schon gesichert, das ist alles super. Hier die Ellie. Ist auch ganz okay, die schicken wir noch ins Handelszentrum. Und die jetzt nicht so okay. Also die kommt ins Handelszentrum für später mal. Jawohl. So. Jetzt kommen wir nochmal zu meinen Sorgenkindern. Den Polarfüchsen. Nein, wir machen erst nochmal die Flamingos. Das ist nämlich eine ganz spannende Geschichte hier. Guck mal. Das ist mir viel zu kompliziert, mir hier Gedanken zu machen, aber die scheinen sich tatsächlich inzuchtfrei zu verpaaren. Ich habe da noch nie eingegriffen und hier ist nichts rot. Das tun wir uns jetzt auch gar nicht an. Das wird bei der Anzahl Tiere viel zu kompliziert. Hier. Bei den Elchen, das haben wir jetzt im Griff. Bei den Rentieren ist auch noch alles gut. Wobei, das sind verdammt viele Tiere. Da sollten wir vielleicht mal reduzieren. Das schauen wir uns einfach mal an. Hier ist schon wieder was hinzugekommen, ne? Hier ist jemand alt. So, die schicken wir gerade weg. Dann reduzieren wir mal die Rentiere. Ja, nu. Dran vorbei, ne? So, es sind sehr viele Jungtiere dabei. Das ist also nicht so schlimm. Ich würde jetzt aber einfach mal sagen, so Tiere hier, die schmeißen wir direkt mal raus. Du bist weg. Was ist mit dir? Zweimal orange oben ist auch weg. Du bist weg. Oh ne, du bist noch zu jung. So, du bist im Handelszentrum. Hier, du bist alt und nicht so toll. Du bist alt und nicht so toll. Du bist super gut und blutjung. Dich lassen wir noch. Und du gehst auch ab in den Schnellhandel. So, und tschüss. Dann können wir da auch weiterarbeiten. Dann Eisbären und Robben. Warum die beiden kein Interesse aneinander haben, weiß ich nicht. Aber sie fressen mir die Haare vom Kopf. Das ist echt ein Problem hier. Ich würde mich freuen, wenn die irgendwie mal ein bisschen zugetan wären. Ist er vielleicht schon einfach zu alt? Gucken wir mal. Nö. Hat jetzt nur nicht unbedingt die allerbeste Fruchtbarkeit. Wir vergleichen die beiden mal. So, da würde was Gutes bei rauskommen. Was relativ Gutes. Will aber nicht so richtig. Und da haben wir es wieder hier. Diversifizierungsgene. 33%, 50% macht mindestens 67. Und hier hinten kriegen wir 83 bis 100. Alles super. Es muss nur passieren. Die finden sich einfach nicht toll, die beiden. Dann haben wir noch zu allerletzt hier die Robben. Und da sehen wir schon, da gibt es Inzucht. Gucken wir uns noch einmal in Ruhe an. Sollten wir auch reduzieren wegen der Kosten. Ich bin schon dran vorbei, ne? Ach ja, die Polarfüchse, natürlich, klar. Also, Kegelrobben. Hier, unser Alpha-Männchen. Hat hier eine recht gute Genetik, das ist schon mal super. Partnervergleich. Xantara gibt Nachwuchs, der ganz okay ist. Und hier haben wir Inzucht, Jaconda. Und ihr seht hier, die Spanne ist sehr, sehr groß. Das ist immer das, was es heißt. Bei Inzucht könnte sein, dass sich hier die Gene nicht diversifizieren, sondern dass sie zugleich und identisch werden und deswegen die Gene hier schlecht werden. Deswegen schmeißen wir Jaconda jetzt raus. Und Jaconda ist sie. So, das machen wir hier vorne über die Zooliste.
Wo ist er? Da. Ah. Ist schwanger. So ein Mist aber auch. Geht nicht. So, hier gibt es jetzt richtig Nachwuchs demnächst. Aber wenn die beiden ihre Kinder zur Welt gebracht haben, dann geht's los. Insofern gucken wir uns das jetzt nicht an, sondern gehen noch einmal hier zu den Polarfüchsen rüber. Da ist noch alles im blauen Bereich. Würde ich sagen, dann lassen wir das jetzt auch. Ich habe hier, glaube ich, keine Verhütungsmittel verteilt. Checken wir noch einmal. Das ist so, aber mir sind ein bisschen zu viele Tiere hier drin. Das Problem hatten wir ja neulich erst. Hier, wow. Du bleibst mal. Aber du wirst dich nicht weiter verpaaren. So, und hier schmeißen wir nochmal raus. Dich. 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 Und dich, was soll's? Einfach raus damit, ne? Gruppe wird wieder viel zu groß, das gibt wieder richtig Ärger. Dem müssen wir sofort Einhalt gebieten. Jetzt gucken wir, was hier hinten passiert ist. Hier sollte es ja Nachwuchs geben. Im August erst und hier, das ist unser Männchen. Xantara, du hast Hunger. Da muss mal ein Pfleger kommen. Ja, nun, ne? Also, können wir jetzt nichts ändern, machen wir dann demnächst. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir das alles mal gesehen, das ganze Thema nochmal beleuchtet, die Genetik nochmal besprochen und ich hoffe auch verstanden. Ansonsten stellt mir einfach Fragen, wir können ja gerne auch in den Kommentaren nochmal weiter gucken. Und ja, wir machen beim nächsten Mal weiter. Wir müssen jetzt echt gucken, dass Geld reinkommt. Deswegen werden wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall um die Gäste kümmern. Zum Thema Gäste gehört vielleicht auch das Fahrgeschäft, denn das macht mir noch nicht genug Geld. Wir gucken hier mal rein. 2000 im Jahr, ne? Und natürlich ist der Betrieb des Fahrgeschäftes teuer, wenn hier hinten die Züge langfahren und tatsächlich keine Gäste bei rumkommen. Können wir also gucken, ob wir eine Station nochmal aus dem Betrieb nehmen oder vielleicht sogar beide hier hinten und direkt den Zug hier verkürzt eine Runde fahren lassen und vorne wieder drauf oder hier wieder drauf. Dann haben wir da weniger Leerlauf, können vielleicht einen Zug auch rausnehmen, weil der Zug kostet ja auch vom Betrieb her viel Geld. Und könnten einfach nur zwischen den beiden Bahnhöfen, wo die Leute auch wirklich anstehen, hin und her pendeln. Das ist genau die Nachricht, die ich jetzt am Ende nicht brauchte. So. Wo hast du das schon wieder geschafft? Ich verstehe das nicht. Hier ist einiges irgendwie nicht in Ordnung, weil Meldungen gibt es hier keine. Wir gucken nochmal. Passierbarer Bereich. Ne? Keine Fluchtmöglichkeit. Ihr seht es selbst. Passiert aber trotzdem hin und wieder. Gut, Leute. Schlusswort habe ich ja vor 3 oder 4 Minuten mittlerweile schon gesagt. Deswegen lasse ich jetzt einfach bei einem Tschüss und danke fürs Zusehen.